Starship hat SpaceX schon einige Aufträge eingebracht. Und das, obwohl das Ding noch nicht einmal im Orbit war. Darunter sind zwei Missionen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA, wo Crews im sogenannten Human Landing System oder HLS auf der Mondoberfläche landen werden. Auch ganz vorne mit dabei ist das US-Militär, welches prinzipiell immer großes Interesse an Möglichkeiten hat, Cargo und Personal so schnell wie möglich von A nach B zu bringen. Solche Point-to-Point-Transporte mit Starship können einer militärischen Macht entscheidende Fähigkeiten verleihen, denn Starship könnte schwere Panzer samt Personal in unter einer Stunde an jeden beliebigen Ort der Welt transportieren. Solche Point-to-Point-Reisen auf der Erde könnten aber auf lange Sicht auch eine Dienstleistung für die Massen werden. Vor der Küste von Japan in ein Starship steigen und in 35 Minuten vor die Küste von New York fliegen. Neben den finanzstarken institutionellen Kunden hat SpaceX aber noch einige andere Kunden, die bereits Flüge gebucht haben. Einer der wichtigsten Kunden für Starship wird SpaceX selbst sein, wenn sie beginnen, ihre Starlink-Satellitenflotte damit zu erweitern und instand zu halten. Denn diese Satelliten haben nur eine Lebenszeit von etwa 5 Jahren und verglühen danach in der Atmosphäre. Einerseits, um die Satelliten immer auf dem neuesten Stand der Technik zu halten und andererseits, um zu verhindern, dass sich zu viel Schrott im Orbit ansammelt. Vergangenes Jahr haben SpaceX und T-Mobile angekündigt, dass T-Mobile indirekter Starship-Kunde wird, indem sie beginnen, Starlink-Satelliten für ihre Dienstleistungen zu nutzen. Weitere kommerzielle Starlink-Kunden sind Schifffahrtsunternehmen, Fluglinien, die Finanzindustrie und einige weitere. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass Starship ein Werkzeug für die Instandhaltung von Starlink sein wird. Und Starlink wiederum wird ein Werkzeug dafür sein, SpaceX's Cashflow instand zu halten. Denn diese Megakonstellation wird SpaceX enorme Mengen an Bargeld in die Kassen spülen. Mehr noch als der Falcon 9 Betrieb. Verrückterweise gibt es aber nicht nur institutionelle und kommerzielle Kunden, sondern auch einige private Kunden, die bereits Flüge gebucht haben. Yusaku Maezawa, ein japanischer Unternehmer, hat recht früh in der Starship-Entwicklung einen Flug zum Mond gebucht. Vor einigen Monaten wurde dann die Crew bekannt gegeben, die er mitnehmen wird. Darunter auch Tim Dodd, der Everyday Astronaut, Steve Aoki und noch einige andere. Das Projekt heißt Dear Moon und du hast mit Sicherheit schon davon gehört. In der Videobeschreibung unten findest du übrigens Links zu all meinen Aussagen, wenn du weiter ins Detail gehen willst. Der nächste private Starship-Kunde ist Jared Isaacman, der US-amerikanische Unternehmer, der 2021 einen privaten Flug mit einer Dragon-Raumkapsel von SpaceX gebucht und 3 weitere Zivilisten mitgenommen hat. Hat nun 3 weitere Missionen unter dem Namen Polaris bei SpaceX gekauft. Die ersten 2, also Polaris 1 und 2, werden wieder Dragon-Raumkapseln verwenden. Polaris 3 wird aber ein Starship verwenden, um die Crew in einen Orbit zu bringen. Und im Oktober 2022 verkündete SpaceX, dass auch der erste Weltraumtourist der Geschichte, nämlich Dennis Tito, einen Flug mit Starship gebucht hat. Der mittlerweile 82-Jährige nimmt seine Frau Akiko mit auf die verspäteten Flitterwochen um den Mond. Ich nenne das mal einen Extremromantiker. Hast du deiner Frau schon ein Starship gekauft? 2001 war Tito zum ersten touristischen Besucher der Internationalen Raumstation geworden, wo er auf eigene Kosten 8 Tage verbrachte. Und das alles, obwohl Starship noch nie höher geflogen ist als ein Linienflugzeug. Jetzt stell dir vor, wie man SpaceX die Tür einrennen wird, sobald sich das System bewährt hat und ein Flug keine Milliarden oder hunderte Millionen kostet. In Zukunft nämlich werden sich nicht nur Superreiche solche Reisen leisten können. Du hast aber dieses Video angeklickt, weil dich Starships Geschäftsmodell interessiert. All diese Aufträge dienen jedoch einzig dem Zweck, dass SpaceX mit der Besiedelung des Mars beginnen kann. Und damit das möglich wird, braucht SpaceX viele zahlende Kunden. Da SpaceX ein privates Unternehmen ist, kann man sich ihre Bilanzen und Finanzen nicht einfach so ansehen. Aber SpaceX greift Aufträge der öffentlichen Hand ab. Und die müssen öffentlich kommuniziert werden. Es sei denn, es handelt sich um militärischen Shit. Nach einer Ausschreibung hatte die NASA 2021 Starship ausgewählt, um im Rahmen der Artemis 3 Mission eine Mondlandefähre mit 2 Crewmitgliedern auf der Mondoberfläche zu landen. Dafür hat SpaceX damals einen Vertrag für die Entwicklung und die Durchführung dieser Mission im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar erhalten. Der Vertrag wurde dann Ende 2022 abgeändert.
Man hat SpaceX verpflichtet, für weitere 1,15 Milliarden US-Dollar das erste HLS abzugraden und eine weitere Landung mit Crew im Jahr 2027 im Rahmen der Artemis 4-Mission durchzuführen. Die ersten 2,9 Milliarden sind für die Entwicklung und eine Landung. Die Vertragserweiterung sieht etwas mehr als eine weitere Milliarde vor, die aber nicht vollständig der Mission selbst angerechnet werden kann, denn davon wird ein Teil noch für weitere Entwicklungsarbeiten benötigt. Erst wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, wird man sich aus den Zahlungen der NASA für Mondlandungen herleiten können, was ein Starship-Start tatsächlich kostet. Bedenkt man aber, dass das SLS 4,1 Milliarden US-Dollar pro Start kostet und das Starship ein Viertel des Preises inklusive Entwicklungsausgaben einbringt, dann ist das perspektivisch doch recht günstig. Bei den Deals mit T-Mobile, Yusaku Maezawa, Dennis Tito und dem Militär ist es leider nicht möglich, seriöse Zahlen zu bekommen. Aber damit Maezawa einen ganzen Starship-Flug um den Mond buchen kann, hat er einen Teil seines Vermögens liquidiert. Es muss sich hier um eine Summe handeln, die für SpaceX in der Starship-Entwicklung relevant ist. Einerseits sollte dieser Flug aus Risikogründen günstig gehalten werden, aber es sollte SpaceX doch so viel bringen, dass es ihre Starship-Entwicklung weiterbringt. Und genau das ist der Grund, warum SpaceX diese Missionen nicht nur zulässt, sondern aktiv sucht. Die Einnahmen aus diesen verschiedenen Quellen werden es SpaceX ermöglichen, die Entwicklung und Tests von Starship fortzusetzen und das Raumschiff schließlich für die Marsbesiedelung zu nutzen. Der erste Schritt in diese Richtung ist die Unterstützung der NASA beim Artemis-Programm, das die Rückkehr der USA zum Mond zum Ziel hat. Aber das langfristige Ziel von SpaceX ist es, Menschen auf den Mars zu bringen und dort eine dauerhafte Kolonie zu gründen. Um dies zu erreichen, muss SpaceX jedoch weiterhin erfolgreich sein und genügend Einnahmen aus verschiedenen Quellen erzielen. Glücklicherweise hat das Unternehmen bereits gezeigt, dass es in der Lage ist, eine breite Palette von Kunden zu gewinnen, die bereit sind, für die Dienstleistungen von Starship zu zahlen. Wenn das Raumschiff erfolgreich ist und das Interesse der Kunden aufrechterhalten kann, besteht kein Zweifel daran, dass es SpaceX gelingen wird, seine Vision von der Marsbesiedelung zu verwirklichen. Starship soll laut Elon Musk für 2 Millionen US-Dollar starten können. Dass seine Vorstellungen für seine Geschäftsvorhaben nicht immer ganz realistisch sind, ist nun kein Geheimnis mehr. Vielleicht ist das irgendwann in Zukunft möglich, aber wenn Starship in den nächsten Jahren den Betrieb aufnimmt, werden wir ganz weit von diesen 2 Millionen US-Dollar pro Start entfernt sein. Es gibt leider keine genauen Zahlen für Starship, aber man kann sich einiges herleiten. Damit Starship auf dem Markt Fuß fassen kann, muss einfach nur der Kilopreis günstiger sein als der günstigste aktuelle Konkurrent. In diesem Fall müssen sie einfach nur günstiger als ihre eigene aktuelle Cash-Cow Falcon 9 sein. Diese befördert gerade Cargo für etwa 3400 US-Dollar pro Kilogramm. Dieser Preis kommt auch nur zustande, weil die Falcon 9 keine preisliche Konkurrenz hat. Durch die Wiederverwendung des Boosters könnte SpaceX wohl noch ordentlich mit dem Preis runtergehen. Ist aber noch nicht notwendig, wenn alle anderen viel teurer sind. Das ist eine klassische Abschöpfungsstrategie. Also den Preis hochhalten, solange es keinen Mitbewerb gibt. Die günstigsten Microlauncher, die gerade auf den Markt drängen wollen, zielen auf rund 2700 US-Dollar pro Kilogramm ab. Diese müssen sich aber erst noch beweisen. Und selbst die könnte SpaceX mit der Falcon 9 wahrscheinlich preislich unterbieten, wenn es notwendig werden sollte. Wenn es nach Elon geht, befördert Starship 150 Tonnen Nutzlast für 2 Millionen US-Dollar, was einen Kilopreis von weniger als 14 US-Dollar ergebe. Wir gehen jetzt von einer pessimistischeren Lage aus und nehmen an, dass Starship nur 100 Tonnen für 100 Millionen US-Dollar ins All bringt. Das gibt uns einen anfänglichen Kilopreis von 1000 US-Dollar. Das ist noch immer nur ein Drittel dessen, was andere Launcher anbieten können. Die fehlende Flexibilität könnte mit zusätzlichen Triebwerken auf den Satelliten kompensiert werden. Also, dass jede Nutzlast eigene Kickstages nutzt, um auf den letzten Metern seinen Orbit anzupassen. Bei so großen Nutzlastkapazitäten werden sich ganz andere Möglichkeiten ergeben. Was direkter Konkurrenz angeht, nun, es gibt keine. Und es ist auch keine am Horizont zu erkennen. Die New Glenn von Blue Origin macht eher der Falcon 9 Konkurrenz, aber diese Raketenklasse wird auch in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die nächste Blue Origin Generation, die New Armstrong heißen soll, könnte sich im Starship-Geschäftsfeld ansiedeln, aber wenn sie New Armstrong in derselben Geschwindigkeit wie die New Glenn entwickeln, dann ist New Armstrong frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einsatzfähig.
Bis dahin gibt es wahrscheinlich schon die übernächste Starship-Generation mit 18 oder 36 Meter Durchmesser. Realistisch wäre ein Konkurrenzprodukt aus China. Die fahren immer irgendwie unter dem Radar, bis die Technologie ausgereift ist. Daher denke ich, dass es durchaus sein kann, dass mehr oder weniger zeitgleich mit Starships in Betriebnahme ein chinesisches Gegenprodukt auf den Markt kommt. Über Europa braucht sich SpaceX keine Gedanken zu machen. Vom alten Kontinent kommt in diesem Jahrhundert keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr für Starship. Europa schlittert im Bereich der Raumfahrt gerade in eine massive Abhängigkeit von den USA und anderen Raumfahrtnationen. Das ist aber ein anderes Thema. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.